Okay. Und es kostet halt immer da mitzumachen. Wie Es ist kostet eigentlich? zum Beispiel. Egal, geht weiter. Es kostet zum Beispiel, wenn du jetzt bei diesem Zeit, also die Turniere sind dann geplant, auch zeitgemäß. Dir wird dann zugewiesen, wann du spielst. In der eine Stunde oder 2 Stunden, wie das ist. Und dann kostet dich das erstmal, um da teilzunehmen. Was kostet das zum Beispiel? 500 Platin kostet es hier mitzumachen. 500 Platin sind, glaube ich, 5 Euro. Okay. Du kannst aber, wenn du zwei Matches gewinnst, dann hast du allein schon ein Entry-Ticket, also für noch ein Turnier, und bekommst 3 Booster, die zusammen 600 kosten. Ah. Also bei 2 Wins machst du schon Gewinn, bei 3 Siegen kriegst du zum Beispiel 6 Booster und 4 Tickets, und bei 4 Matches kriegst du halt 10 Booster. Wow, okay. Das sind halt dann schon 2000 Platin. Ja. Da gibt es halt auch noch ganz andere. Da gibt es zum Beispiel noch hier die Competitive Draft. Also Drafts gibt es auch noch. Jetzt bei Hearthstone Arena. Ah. Ja, Das da sind. habe ich halt einige Möglichkeiten mit dem Spiel, ne? Bin echt mal Genau. gespannt. Ja, doch, das könnte echt cool sein. Egal. Wie gesagt, wenn halt erstmal der große Teil von dem PvE Passt. da ist, dann wird es auch wirklich mehr Umfang haben für Leute, die lieber PvE spielen als PvP. Ja. Nee, will ich nicht. Will ich eigentlich noch weniger. Aber Oh, geil, es. die haben ja sogar andere Bilder. Oh, ist die geil, die hätte ich gern. VIP-Turnier, schade. Ich mach's mir gerade nicht besser. Ich poste hier gerade mal was im Chat. Normalerweise müsste das zeigen als Bild. Gut, weniger als 4 Karten möchte ich jetzt auch nicht haben. Nee, das ist halt dann schon. Würde ich jetzt aber auch abbrechen, das Spiel, und würde ein neues anfangen. Okay. Weil. Ja, das, also mit vier Karten in der Hand als Ramp ist immer so ein bisschen Kacke. Ja, wenn ich jetzt abbreche, kann ich aber direkt wieder bei dem Spiel weitermachen, ne? Wenn du jetzt abbrichst, bist du jetzt gleich wieder bei dem gleichen, kriegst eventuell einen anderen Gegner. Ah, okay. Das ist das Einzigste. Also du verlierst da gar nichts im Gegensatz zur Arena. Okay, gut. Oder halt eine Niederlage kriegen würdest und den Gegner nicht mehr machen musst, außer Bosse, die musst du immer machen. Ich habe jetzt auch mal hier eine Karte gepostet. Das ist jetzt die Eventkarte, die es im Moment gibt in der Ah, Arena. okay. Sieht also sehr geil aus. Ja, was ist Death Sentence? Der Sentence ist jetzt, Aber. ja, das ist halt ein Effekt, was auf dem Gegner drauf ist. Okay. In dem Fall arbeitet es halt mit anderen Karten noch zusammen, was auch noch Death Sentence haben. Ah. Hier ist es ja zum Beispiel. Moment, finde ich hier irgendwas? At the start of your turn, each troop is death sentence. Also, bei jedem deiner Züge verliert die Kreatur, wo Death Sentence hat, ein Leben. Zum Beispiel für die Karte gibt es die Ausrüstung im Bow of Soul. Also, ein Bogen ist das. Der nimmt dann den Waffenslot ein. Und da kannst du direkt einen Gegner belegen mit einem Death Sentence. So, du hast einen Ah. schönen Gegner, da gucke ich dir jetzt zu. Ja, ich sehe schon, der hat eine geniale Mechanik. Also der muss praktisch seine Monster erst bauen. Ja, das habe ich entdeckt. Da spiele ich rund um diese Karte. So. Wow, nice, okay. Das hört sich cool an. Oh ja, So. macht auch Spaß. Ab wann könnte man denn eigentlich mal so gegeneinander spielen? So theoretisch. Auch wenn du dann natürlich als erstes gewinnen würdest, da, aber. Können wir ab sofort immer. Okay. Das ist kein Problem, das kann man immer machen.
Macht man dann einfach ein Spiel auf Training Grounds auf und dann kann man dort gegeneinander spielen. Cool. Ja, ja, passt schon. Das kannst du zum Beispiel auch nochmal gegen einen Opponent, also gegen irgendjemand spielen. Kannst auch andere Leute herausfordern. Aber würde ich nicht unbedingt am Anfang gleich machen. Nee, das ist. Wie gesagt, die Leute probieren dann auch neue Decks aus mit neuen Karten und so Sachen. Und meistens hast du da keine Chance. Weil, nee, ich glaube, ich kann dich dann direkt herausfordern. Ja, Challenge, ja. Muss man nicht mal auf die nice. Felder gehen. Können wir nachher noch, also nach dem fünften Trial-Run noch einen kurzen Match machen? Ja, können wir natürlich machen. Dun, dun, dun. Create a Worker Board and put it into play. Okay, von mir aus. Mach halt. Muss ich mir dann erst noch ein Deck machen? Ein richtiges. Ich habe hier im Moment nur Arena-Decks. So, mal 4. Könnt jetzt natürlich damit abwehren. 1-1, okay. Bla bla. Swift Strike. Na, bringt mir gerade noch nichts. Target Trigger 2. Ne, bringt nichts, okay. Gut. Passt. Ich würde es doch trotzdem mal legen. Ich werde aber nur mit der. Achso, nee, warte mal, wenn ich jetzt mit einer 2-2 angreife und er tut mit beiden abwehren, dann ist es tot. Und ich habe beide zerstört. Nee, ich habe nur eine zerstört. Das heißt, es wäre ein One-on-One-Trade. Aber er würde dann wahrscheinlich. Ich möchte natürlich, dass sein Techniker stirbt, ne? Habe ich da Kontrolle drüber dann, dass der stirbt? Ja, gell? Ich kann ja die Reihenfolge aussuchen. Ah, du darfst die auch, ja, genau, ja. Du darfst dir die Reihenfolge aussuchen. Genau, das heißt, ich würde da schon angreifen, weil der Techniker muss sterben. So, bam. Jetzt hat er noch einen War Golem. Okay. Ja, die Reihenfolge hat er schon richtig gemacht. Gut, damit bin ich zufrieden. Das passt. Das war ja so ein typischer Moment, wo One-on-One-Trade, aber für mich war es positiv. Bei mir war es ja nur eine normale Kreatur. Ja. Okay, Windphase. Bla bla. Aye. Schon zweite. Hier noch. Na, ich bin noch ein bisschen weg von dem. Das ist ja noch. Theoretisch. Nö, brauche ich das noch nicht machen. Swift Strike bedeutet ja jetzt, wenn ich mit meinem angreife, dann komme ich ungeschadet davon, wenn er abwehrt. Aber nur wenn du es zerstörst. Ja, in dem Fall zerstöre ich es ja. Genau. Das heißt, ich kann da ohne Probleme angreifen. Ich werde mal ohne Ausrüstung, Ausrüstung spielen, ne? Ja, wäre, glaube ich, ganz gut. So, dann mache ich ein schönes kleines Deck jetzt schnell. Okay, dann spielen wir erstmal das. Dum, dum, dum. Gibt es auch Ressourcen, wo man irgendwie zwei Ressourcen bekommt? Ja, bei Ruby gibt es sowas. Ah, okay. Also bei Rubin. Bum, bum, bum. Jetzt habe ich 6. Perfekt. Jetzt kann ich den spielen, theoretisch. Das wird mir nichts bringen. Erstmal. Ja, machen wir das. Play. Nice. Den beiden an. Muss ihn runterkriegen, bevor seine Wargolems fertig sind. Schätze ich mal. Ja, wäre gut. Weil sonst hat er halt einen 5-5er auf dem Feld. Ach, nur 5-5, okay. Ja, aber mit Crush. Ah, okay. 7 Tap, draw a card. You pay 1 less to use this power for each artifact you control. Okay.
Die will er wahrscheinlich auch nicht verlieren. Das heißt, damit wird er auch nicht blocken. Wenn er sich so verhalten würde wie ein Mensch. Na gut. Ich nehme den Saurus. Und greift mit allem an. So, was mache ich noch rein? Oh Gott, jetzt hat er gleich zwei bekommen, aber dafür habe ich ihn auch. Ich könnte nächste Runde besiegen. Aber bei 5 Stück verwandeln sie sich, denk dran. Wenn er gleich dran ist, kann er auf jeden Fall einen beschwören. Okay. Du hast aber Glück, weil die im getappten Zustand kommen. Ah, nice, gut. Macht er das auch? Okay, er hat noch einen Pterobot. Das heißt, cost minus one all your zones for each dwarf. Okay. Und, okay, wieder Burgerbot. Passt. Alles noch nichts Schlimmes. Er wird noch nicht mal einbeschwören. So, ich aktiviere mal noch das. Jetzt habe ich 8. Na gut, jetzt könnte ich meine Hand komplett aufs Feld legen. Bringt das? Ja, doch, oder? Ist gut. Mehr Kreaturen ist besser. Sind immer besser. Okay. Ja gut, nicht alle kann ich dumpen. Eins ist kein Monster. Na gut, das ist blöd. Wobei ich das ist eine Quick-Action, mit dem ich +2/+2 bekomme. Also wenn jemand doof blockt, ich glaube, jetzt habe ich ihn auf jeden Fall. Kann, glaube ich, wenig dagegen machen. Bam, bam, bam. Mit dem Pterobotter spiele ich auch als mit. Der ist toll. Er wird jetzt noch blocken, das heißt, er blockt mit einer 1-2 meine 7-7, die keinen Crush hat, das heißt, der Schade ist komplett weg, oder? Ja. Okay, das heißt, mit Pterobot, der hat 5. Damit ist meine Kreatur weg. Mit meiner 2-1 kann ich aber komplett angreifen. Wenn ich jetzt noch meine Quick-Action mache, dann habe ich genügend, um ihn zu töten. Die kommen eh im getappten Zustand. Bam! Sehr schön. Hat geklappt. Nice. Piece of equipment. Agela Scimitar. Your ageless troubadours have. When this enters play, you may target a troop in your hand. That troop gets +2/+2 and costs +2. Okay. Und 2000 Gold. Genau, das ist zum Beispiel eine Ausrüstung. Ja. Eine Waffe. Die Ausrüstung muss ich aber ganz normal wie eine Karte auch ziehen, ne? Nee, die tust du bei deinem Helden ausrüsten. Ach so, okay. Das ist ja bei deinen Decks quasi. Das ist echt cool. Das heißt, man hat hier praktisch mehrere Hero-Fähigkeiten. Was heißt Hero-Fähigkeiten? Nee, das verändert die Effekte von Karten. Ja, oder so halt, ja, so passive Fähigkeiten praktisch, ja. Genau. Okay, cool. Nee, gefällt mir. Ist halt noch sehr komplex, aber ich glaube, ich krieg's so langsam hin. Vor allem, wenn dann mal so 5 gegen 5 Monster auf dem Feld sind und alle blocken, dann wird's kompliziert. Ja, das ist noch wenig. Wie viele Monster kann man denn maximal auf dem Feld haben? Unbegrenzt. Was? Okay. Cool. Na gut, von mir aus. So, also wenn du willst, kann ich mich jetzt herausfordern. Hast du alle 5 fertig? Ja. Moment, ich bin gleich fertig. Ja, ich werde mein Deck jetzt auch noch nicht verändern.